Piranha Bytes hat endlich ein bisschen was über die Zukunft ihrer eigenen Rollenspiele verraten, nämlich, dass man aktuell an einem neuen Spiel arbeitet. Das soll düster sein und es soll sich an den Wurzeln von Piranha Bytes orientieren. Und da ist natürlich jetzt die Frage, Peter, für dich als Genre- und Risen- und Gothic-Experte, was glaubst du, wird es ein neues Risen oder wird es ein neues Gothic? Ich glaube tatsächlich, es wird ein neues Risen. Erstens, weil die Story eigentlich noch total offen ist und da ist in Risen 2 wurde es eigentlich schon angedeutet, dass da noch was kommen muss. Da glaube ich, werden sie jetzt was liefern. Und zweitens ist natürlich Gothic jetzt auch schon wieder, natürlich ist es noch gut in Erinnerung, Gothic 1 und Gothic 2, aber mit Gothic 3 und vor allem hier in Arcania, Gothic Tale, da ist die Serie natürlich schon ein bisschen jetzt runter im Ansehen. Ja? Also die Leute sagen, noch ein neues Gothic brauchen wir nicht unbedingt, außer wenn es halt wirklich sich sehr stark an den Anfängen orientiert. Also da gehen wir mal davon aus jetzt einfach, es werde kein Gothic, was ich übrigens auch nicht glaube, weil eben die Serie einfach momentan erstmal ruhen sollte, denke ich, nach den letzten doch vergurkten Teilen. Risen 3. Düster, zurück zu den Wurzeln, kann eigentlich nur bedeuten, dass das ungeliebte Piratenszenario schon wieder Geschichte ist, oder? Ja, ich persönlich mochte ja Piraten und so, aber okay. Kann ich verstehen, wenn das Leute nicht mochten. Ich denke auch, dass man jetzt mehr wieder in diesen Mittelalterstil zurückgeht und halt wie in den frühen Gothics eben oder im ersten Risen halt mit Schwert und Bogen und so weiter und Wälder. Das mögen die Deutschen, ja. Das wissen die Piranha Bytes auch. Ich denke, da wird sich mehr dahin orientieren. Und innerhalb dieses Laubwaldes, was wird dann da so passieren? Was wünschst du dir? Was soll man ändern? Was soll man wieder so ein bisschen kerniger, rollenspielmäßiger machen? Also ich glaube, was viele Fans nicht mochten bei Risen 2 war einfach, dass man gemerkt hat, sie haben sich ein bisschen an den Konsolen orientiert, am Gamepad vor allem, an der Bedienung und sie haben halt vieles vereinfacht, was eigentlich immer so ein Merkmal der Gothic und auch Serie und auch der Risen-Serie war, dass es halt immer so ein bisschen, ja, unkomfortabel, aber charmant war. Und sie haben halt so Sachen gemacht, dass man Tränke einfach so schlürfen konnte, ohne Animation, oh mein Gott, ja. Also alle solche Sachen, wo sich die Leute aufgeregt haben. Und das ist halt eine Chance, wo sie jetzt haben, wieder ein bisschen mehr zu diesem verstiegenen deutschen Rollenspiel zurückzukehren, denke ich mal. Also traditioneller und vor allem wahrscheinlich auch technisch ein bisschen. Ja, und vor allem am Kampfsystem sollten sie auch mal jetzt wirklich arbeiten. Das hat sich seit Gothic 1 nicht signifikant verändert und auch nicht verbessert über die Jahre. Und da haben auch andere Spiele gezeigt, wie es besser geht, zum Beispiel The Witcher 2. Also ist noch Raum für Verbesserung. Ja, und ich soll noch von Marc Bremer ausrichten an Piranha Bytes. Er möchte endlich mal wieder ein bisschen mehr Mod-Fähigkeiten, weil Risen 2 war da auch sehr unterbemittelt. Da gab es irgendwie ganz wenig nur dafür, so ein bisschen Verschönerungen, aber keine wirklichen neuen Quests, keine wirklich richtig coolen Modifikationen. Deswegen, liebe Piranha Bytes, egal ob Risen 3 oder Gothic, wie auch immer der Untertitel heißen mag, mehr Mods wieder einbauen oder mehr Mod-Möglichkeiten und dann sind wir auch glücklich.